Ja, guten Morgen. Schön, dass der Bumm. Meine Festplatten platzen aus allen Nähten. Ich hoffe, heute kommt die Erlösung in Form einer 5 Terabyte Festplatte extern, die ich mir zugelegt habe. Da werde ich die ganzen Videos rufballern. Jetzt ist der Computer nämlich wieder leer und jungfräulich. Ich freue mich sehr darüber, ehrlich gesagt. Ja, das werde ich heute machen. Und wir schauen mal, was der Tag noch so bringt. Ja, ist ja gerade jetzt früh, 9.03 Uhr. Ich mache den Stream an. Ach, beziehungsweise, ist ja an. Ist ja Quatsch. Quatsch. Ich öffne das Streamportal. Jo, das war's. Also, ich melde mich, sobald es interessant wird. Du darfst ja auch ja nicht. Hallo. Du bist krankgeschrieben und musst dann noch anpassen. Du musst halt auf der Anschreibung nicht so richtig bettlägerisch. Was steht da schon drauf? Jetzt hat sie mir den Hinweis gegeben, warum das Ding letzte Mal war, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe nicht wieder ins Bett. Hat sie jetzt rufgeschrieben auf die Einladung, wenn ich bettlägerisch krankgeschrieben bin, braucht sie einen ärztlichen Attest. Und das kostet ja 10 Euro. Ja. Stellt der Arzt aus. Für 5,36 Euro kriegst du davon wieder. Also, ist die blöde oder was? Der bezahlt gerne an 4 Euro. Oh Gottes Willen, Adi, jetzt hör doch mal auf. Nein, ich bin geizig. Jetzt hör doch mal auf. Das Schöne ist ja, so lange wie du krank geschrieben bist, kannst du dir am Arsch legen. Das kannst du ja nicht machen. Kann dir keine Sanktionen berücksichtigen. Ich bin ja krank geschrieben. Was der Arzt sagt, ist ja, danach muss sie sich richten. Ich kann jetzt nicht sagen, ich weg, sie sehen, wie sie aus. Gar nicht. Überlegt, ob ich heute erzähle, ich habe noch eine steckende Krankheit. Aber weil sie ja will, dass ich komme. Also eigentlich müssen, komm doch mit so einer Maske, so einem Ganzkörper Schutz retten und so mit noch eben, der hinterherkommt, so mit Ebola, machst du dir so blutende Augen und so ein Scheiß. Mein Arzt hat ja gesagt, ich soll mit meinem TBC zu Hause bleiben, aber sie wollen ja, dass ich herkomme. Das tut mir jetzt aber leid für ihre Familie. Wollen Sie mal, und dann schön über den Tisch husten, so blutig alles. Auf den Tisch hochkotzen. Das mache ich. Oh, boah, ja. Du da einen rum und erzähl dir was von TBC. Ja, dann bist du auch ein Leibig. Kommst du in. Oh, dann schneidet sie den Knopf. Die haben einen Knopf. Ja, ja. Die haben alle einen Knopf. Haben sie, das kann mir natürlich passieren, dass ich letztes Mal, weil ich ein bisschen lauter war, weißt du, dass ich jetzt ein bisschen Schiss vor mir habe. Ich fing ja an zu zittern am Computer, war. Okay. Ja, Frau, ey. Echt mal, die ist nach Hause gegangen, die hat sich wohl gedacht, ja, Arnim, der Scheiß, Arnim. Achso, so kenne ich dich gar nicht. Ja, ich kann ganz anders machen. Ärger. Da hat die Zuchtgurke offen. Ich bin doch überall registriert. Ich bin nicht mal nicht registriert. Ich bin überall. Ist das gut oder schlecht? Alle Parteien eingetreten. Ich bin geschockt. Ich bin auch geschockt. Hätte ich nie gedacht, Arnim. Du hast jetzt Hausverbot hier. Gibt's keine Arnim. Ja, aber beim BND kennen sie sich doch eh. Mit allen Namen. Jason Olaf. Kinder und Terroristen. Das ist deshalb schon. Das Olaf-Ultimatum. Ja, aber wenn mir Vater auch zu Hause an der Tür geklingelt. Aber der hat die ja nicht drin gelassen. Die Olaf-Identität. Malis. Das Olaf-Vermächtnis. Schluck erstmal den Kaffee runter. Jetzt schlucken, jetzt spucken. 1, 2 und 3 kannst du alle hier haben. Ey, die Socken sind übrigens gut. Ach, ja, kommt, noch mehr. Ja, auf jetzt, ey. Den hättest du doch gestern nicht gehofft. Ja, ich hab mal geärgert hinterher. Ich hab ja eigentlich die Socken, aber die sind ein bisschen länger wie die anderen. Die rutschen auch. Was für Themen? Socken, ey. Vom Born-Ultimatum. Das Ultimatum zu Socken. Erst BND, AfD und wo er noch so registriert ist. Und dann. Die Socken waren gut gestern. Für über den Kopf die Socken. Oh mein Gott, ey. Ja, lustig. Ja. Was passiert da denn? Schachten aus. Ich glaube, das ist im Auftrag vom Arbeitsamt. Du sollst verschwinden. Das ist eine Gewichtplatte lose, die heben schon mal aus, damit es nicht mehr wackelt. Mit einem Achenriemen drunter gepackt. Hat es mit Carsten die Köln noch, Jani? Carsten, der ist heute nicht da. Also, nee, ist nicht da? Was ist er denn?
Boah, es weiß ich nicht, aber der hat, das hat ihm gestern zu schaffen. Muskelkater. Ist ja nicht gewohnt. Der ist heute erstmal beim Orthopäden. Lass dich krank schreiben. Na, ich bring mir die Krankschreibung dann vorbei, muss er ja. Bis 12 Uhr muss die Krankschreibung hier sein. So. Ja, ich finde gut, Andi macht den Abriss. Das ist ja Abriss Andi. Zack und aufgerissen. Fertig ist. Wie machen sie denn das? Ist das Tiefbauamt? Ist das offiziell? Ja, was machen wir jetzt mit dir? Heute? Mit wem? Kriegst du heute die Kündigung vom Amt? Was für eine Kündigung? Leistungsbezugskündigung? Die haut dir eine Fresse, die Olle. Die kann doch nicht dafür, die muss doch nach Vorschrift handeln. Ja, scheiße, ja. Dann klaue ich ihr noch. Oh, bist du ein 1% da, wa? Ja, deine klaue ich. Na, du warst früher mal gewesen. Ja. Ja. Hab ja rumgehangen mit den Rockers. Ja, rumgehangen. Das soll ja auch noch so kommen. Da holt meine Brüder vom Angel Chapter. Ja, die sollte man besser nicht sagen. Ich kann ja die Kutte borgen. Kloppt oder was? Die hätte ich an einer Stelle schon längst abgegeben. Ach, jetzt habt ihr nicht so, weil ich. Ich guck mir so ein Ding nicht in der Bude hängen. Ist da noch ein Einschussloch drin? Ja, hoffentlich. Ist es nicht. Olafs Welt, Olafs Welt. Ich gehe langsam, Tommy. Ja, tschüss. War nett mit dir, Walis. Schau mal wieder vorbei. Schön, dass wir dich amüsieren konnten. Ja, ja, jetzt habe ich genug gelacht für heute. Genau, jetzt ist wieder bitterer Ernst. Jetzt ist der Ernst des Lebens wieder da. Ich muss doch meine Telefonate erledigen. Ja, euch Spaß wird ernst, wa? Ernst ist jetzt schon 14, oder? Ja. Ernst ist jetzt. 3 Jahre alt. Es ist 9.36 Uhr. Ja, kannst du mal endlich was machen, ey? Du gammelst die ganze Zeit hier. Du hast ja gestern schon den ganzen Tag hier rumgejammelt. Echt mal faul, Tier. Zwangsweise. Vormittags. Ja, das war ja wirklich notwendig. Aber nun ist es geklärt, nun weiß ich Bescheid. Ich muss richtig Geld bezahlen. Gerade abgeholt. Ja, siehst du? Na, mein Rad muss ich doch komplett zurückschicken. Ich wollte doch nur den Hinterreifen auswechseln. Ah, so. Und jetzt holen sie doch das ganze Rad ab. Das okay. Rad ist ab. Okay. Ah. Ah, mal gucken. Oh. Jetzt wird es eh kalt, wenn ich hole ich halt nächste Saison erst wieder rein. Wieso, du kriegst das ja ersetzt, denke ich. Na, hoffe ich, aber wenn du, es ist doch so, wenn du eigentlich was bestellst und das mit einem Retourschein zurückgeht, musst du doch im Prinzip einen neuen Kaufvertrag machen, oder? Ich habe keine Ahnung, du hast den falschen. Völlig. Also ich kenne das so, wenn du irgendwas im Internet bestellst. Das ist ja ein Reklamationsschein, eine Reklamationsretoure, denke ich. Ich weiß es halt nicht, ne? So, also ich habe halt keine Antwort drauf gekriegt. Mir wurde jetzt nur gesagt, das ganze Rad wird zurückgeholt. Und ich weiß halt nicht, ob ich habe gefragt, kriege ich dann ein neues? Darauf habe ich keine Antwort gekriegt. Also das hat jetzt auch echt Wochen gedauert, ja, bis das überhaupt so weit gekommen ist, dass die dann gesagt haben, ich sollte denen Fotos schicken und wie willst du eine Delle fotografieren? Ich habe das dann aufgenommen, damit du es sehen kannst beim Lauf, ne, so. Und das hat ewig gedauert und jetzt haben sie gesagt, ich soll das ganze Rad zurückschicken. Und jetzt weiß ich nicht, ich kenne es halt so, wenn du irgendwas bestellst, und du schickst es retour mit einem Retourschein, weil den soll ich ja benutzen, dann ist der Kaufvertrag aufgelöst. Also so kenne ich es und dann musst das du... Das würde ich mich nicht drauf verlassen. Dann kriegst du am Ende, bestellst jetzt noch eins und dann kriegst du auf einmal das alte wieder zurück oder was? Nee, nein, ich warte jetzt doppelt. Einfach erstmal ab. Also ich werde jetzt erstmal gar nichts machen. Werde jetzt erstmal. Nein, du musst halt nachfragen. Freiwillig werden die sich nicht...
Ja, das habe ich. Hast du da einen Kontakt? Also außer zu dem also Händler persönlich? Direkt nicht. Eben nicht. Ich habe nur zu Real den Kontakt. Und Real gibt es. Und Real gibt es weiter an den Lieferanten immer. Na gut, der ist aber auch nur der Transporteur, der Lieferant. Du hast es doch bei Real gekauft, oder nicht? Ja, aber online Real. Es gibt ja auch. Ja, ist doch aber Real. Ja. Da steht doch Real oben drauf. Auf der Rechnung steht ja auch Real. Also ist Real Geschäftsführung sozusagen, die sind die Ansprechpartner dafür. Nicht irgendjemand, der das irgendwo hergestellt hat in irgendeinem Werk. Das ist dann deren Sache, da musst du dich ja nicht drum kümmern. Das ist ja eine Delle, ist ein Schaden, der beim Transport im Container passiert ist, irgendwo fertig. Aber das haben die zu klären, das geht doch dich ja nicht an. Du hast es gekauft, Geldzahlung an Real. Nee, ich habe noch nicht bezahlt. Und du hast noch nicht bezahlt? Ich habe nicht bezahlt, weil ich habe gesagt, das Ding hat eine Delle, aber dadurch hatte ich die 8 dann. Na, wenn du nicht bezahlt hast, dann ist der Kaufvertrag wahrscheinlich auch gelöst. Ja, das meine ich. Ich habe das nicht bezahlt. Wenn du vorab bezahlst, dann ist der Kaufvertrag ja trotzdem noch da. Dann ist es ja erst aufgelöst, sobald du die Zahlung zurück hast oder eben den Artikel im Ganzen. Also wieder zurück. Ja, und ich habe es halt nicht bezahlt, weil ich gesagt habe, das muss erst geklärt werden, wie wir da verfahren. Vorher zahle ich das nicht. Also das macht für mich keinen Sinn. Na, zurück und wenn du keine Antwort hast, dann ist es erledigt, weil. Ja. Dann ist ja Punkt Null quasi. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Aber solltest du schon gezahlt haben, dann sind die ja in der Pflicht, dich entweder dir die Zahlung zurückzuerstatten. Hm. Können sie auch wortlos machen, aber das müssten sie schon ankündigen. Oder eben dir den Artikel zu liefern. Ja. Funktional. Ach, was versiegt das ja. Alle Dude. Naja, schauen wir mal, ich warte einfach mal ab. Genau. Auf jeden Fall holt er das Ding gerade schon wieder ab. Also. So geil. Ich wollte gestern zu Flo eigentlich, zu Stadler. Flo wollte mir einen Karton geben und dann habe ich ihn gestern kurz angesprochen, hat er hier einen Karton gehabt, muss geil zur Storkower Straße fahren, um einen Karton zu holen. Hat das die Pasta ab der Zerlegung? Ja, hat er super. Gestern alles eingetütet und eingepackt. Ja, frei. Ja. Soll es sein. Prima, ich wünsche euch einen schönen Tag. Gleichfalls, bis dann, ciao. Ja, so ist das mit dem Retourenschein-Gedöns. Ich habe keine Ahnung, online, ey. Wenn du sowas online bestellst und eine Delle drin ist, ich glaube, da muss man fast mit rechnen, wa? Wie viele Millionen Räder verschickt werden? Unglaublich. Und mit Carsten machen sie Stress wegen einem. Wegen einem Mietrad. Heute ist recht kalt. Ich werde jetzt Videomaterial sondieren. Ich hoffe, meine Festplatte, wie gesagt, kommt heute und dann kann ich die nämlich komplett rüberschieben. Die ganzen Videos. Alles sortieren. Ich kann mich konzentrieren. Zwei Dinge auf einmal, das funktioniert einfach nicht. Genau, dann habe ich aber alles schon geordnet und alles schon in Ordner einsortiert und dann ist es auch leichter dazu wiederzufinden. Alles. Das ist natürlich für mich der, deswegen mache ich jetzt so lange, bis der erste Kunde kommt. Zu tun war heute nichts. Lieferung kommt heute ein bisschen herzwenig, vier Reifen oder so, vier Decken, also nichts Besonderes. Total langweilig. Jetzt, der Sommer ist so öde. Naja, wir kriegen das hin. Ja. Das ist ja jetzt, wie gesagt, echt langweilig. Da lasse ich euch einfach mal außen vor. Ne? Bis später. So, ich sehe nur schwarze Display. Keine Ahnung, was das wieder bedeutet. Werden wir jetzt mal sehen. Ich fürchte, der Computer hat sich wieder aufgehangen. Ja, dann gucken wir mal, ob ich das wieder hinbekomme. Wir
schau mal. Also bis gleich. So, ich habe jetzt ganz schnell gestartet, ausgemacht und neu gestartet. Er startet jetzt gerade und zwar jetzt. Bitte jetzt. Da. Katastrophe. Mal gucken, wie schnell ich bin, ob der Stream dann wieder anfängt oder neu beginnt. Ist mir egal. Im Grunde genommen ist das alles Lachs. So. Come on. Na gut, okay. Ich habe neu gestartet. Es läuft wieder. Einfach nicht. Na, wie geht's? Geht gut. Wie geht das für Arbeiten? Gut, richtig. Nicht los heute. Nicht los? Nichts los. Nicht? Hast du für keine Münzen? Keine nee. Machen? Wieder nicht? Keine Münzen? Ja, Münzen? Warte mal, Münzen. Guck erst einmal. Münzen. Münzen. Glaube ja, ne? Ich weiß nicht. Glaube ja, aber wo? Muss mal gucken. Tommy hat es nicht gefunden. Mann, letztes Mal, wem habe ich denn die gezeigt? Dem anderen Münzen. Münzenhai. Nö. So. Mein Lieblingswort, so. So. Da im Laden ein Schluss ist, mache ich heute einfach hier weiter. So lange bis im Laden los ist. Ich schätze mal, sobald ich hier anfange, was zu machen, im Laden. Mein Typ verhackt. Das ist so Murphys Gesetz, nennt man das nur. Ach, da kann man auch kleben. Da wird die Uhrzette. Das ist jetzt gar nicht abgemacht. Kundenverhalten in diesem Jahr total schlimm. Hallo. Da kommt keiner. Das ist. Hier ist total tot die Straße. Also Lärm ist, laut ist es, Autos. Aber. Kein Mensch will mehr was. Ja. Da ist er wieder. Live Dashboard. Der erste Auftrag heute kommt um 16:55 Uhr. Unglaublich. Platter Reifen. Gestohlenes Laufrad. Das ist total verwirrt jetzt. Kommt vom Schlafen, die letzten 50 Stunden, die mir fehlen. Oh Gott, das ist und Laufrad. Kommt jetzt alle drin. Laufrad. Mantel, Schlauch. Kokainum. Okay.
Mein Sohn erklärt Theorie. Nicht ganz. Ja, Praxis ist ja ganz simpel. Leon? Ja? Kannst du mal zwei Rollstühle abholen? Rollstühle? Von Audi? Ja. Wie soll ich die transportieren? Im Sitzen? Lastenrad. Hm? Ins Lastenrad drin. Lastenrad. Loco. Oder welches? Das andere. Mit Reifenrad. Wie schnell raus und dann? Hey. 80 Euro musst du ihm noch mitbringen. Okay.
Fixie, Philwood. Nee, Philwood. Lager machen die, ne? Stirnrad verzahnt, ne? Fünf Sperrklinken. Der Bike, wo ist er denn? Wo ist er denn los? Ist mir zu Produkt. Stirn verzahnt? Ist das nicht? Hops. Ist das nicht, wenn es aber so aneinander ist und dann? Ach, keine Ahnung. Ist doch Stirn verzahnt, oder? Ich hab doch keine Ahnung. So. Track, Road. Guck mal bei Track. Was ist Track, Road? Was ist der? Track ist Bahnrad. Road ist Straße, also Rennrad. Cyclocross, Touring, Tandem, MTB, Single Speed, MTB. Single Speed, MTB. So sieht das aus. Hinterradmodelle. Ja, Spezifikation. Aber ich glaube, wir müssen auf einer Seite gucken. Dann kriegen wir auch deutsche Ergebnisse. Single Speed Shop. Phil Wood. Die Forst. 300, die Ene. Da hast du deinen Bahnname. Fixed und Free. Mhm. Die kostet, also die Hinterradname 275 und Vorderrad kostet auch Geld. Kostet 180. 440, siehst du, das ist die Z, die Farbe. Hochflansch, nur die Farbe halt nicht, aber die Farbe kannst du ja aussuchen. Mhm. Da ist wieder. Ach nee, double fixed. Also für andere Übersetzung einfach. Genau. Dann müsstest du eigentlich eine Kette haben, die da nicht mitmacht. €950 hat der kostet, der Laufversatz. Naja, wie auch immer. Kannst du mal gucken. BMX Oldschool, ja, bei Dingsy landet. Ich mache jetzt Feierabend auf alle Fälle. Ja, muss noch schneiden. Und bis morgen. Morgen.